Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans und Freunde, wir haben hier zu Besuch den Star Manager, was MLM und Network Marketing betrifft, Rainer Streetz. Doktortitel oder Professortitel hast du noch keinen? Noch nicht. Wenn es eine Professur gäbe in Network Marketing, hätte ich sie möglicherweise. Ja, bestimmt schon, ja. Also er macht schon über 40 Jahre das Network Marketing und er ist voll Profi, er ist auch leidenschaftlich voll dabei. Er hat katalogeweise, buchweise Erfolge nachzuweisen und jetzt hat er auch das neue System selbst auf den Markt gebracht, Gold for Diamond. Wie man das dann später dann schreibt, ist Gold, eine 4 und dann Diamond. Go, lass das LD einfach weg. So kompliziert machen wir das gar nicht, Gordi. Go, gehe für den Diamant. Dass du ein Diamant wirst, dass du glänzt, das ist das Entscheidende dabei. Sorry, ich habe jetzt gedacht, Gold for Diamond, okay. Go for Diamond, ja. Werde ein Diamant. Ganz genau, ja, ganz genau. Ja. Super. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gerade eben das Interview aufgezeichnet, diese Greenscreen-Session, wo er über Kontakte gesprochen hat. Ja, jetzt ist mir da gleich was hinter der Kamera eingefallen. Lieber Rainer Streetz, das virale Marketing wegen Kontakte entwickelt sich auch dadurch, dass du etwas Interessantes wiedergibst. Da möchte ich jetzt gerne diese vielen Gewerbetreibenden ansprechen, hier am Fernseher, am Handy, am Monitor, die immer wieder bei uns anrufen oder uns auf der Straße irgendwo fragen, wie mache ich Werbung, wie kommt es dazu, dass die Werbung gemacht wird oder wie bekomme sie neue Kunden, neue Interessenten und neue Fans. Und da gleich mal die Frage, ganz einfach, das ist eine fiese Frage. Okay, ja. Bin ich dabei. Haben Sie gezählt, wie viele Menschen an Ihrem Gewerbebetrieb vorbeilaufen, ohne die Türklinke von Ihrem Eingangsladentür in die Hand zu nehmen? Oder wie viele fahren an Ihrem Laden vorbei? Und haben Sie sich die Menschen angeschaut? Sind es die Menschen, die schon mal bei Ihnen drin waren, im Laden? Nein? Gut. Wenn die nicht zu Ihnen kommen, jetzt kommen wir zu Kontakte, dann gehen Sie doch zu den Leuten. Ja, wie das geht? Nein, Sie brauchen keine Zettel draußen verteilen. Sie brauchen auch nicht in die Zeitung inserieren. Sie brauchen auch nicht riesen Banner aufzustellen auf der Straße, weil die Banner sind auch ein Hinweisschild. Ja, es ist eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Aber die effektive innerhalb von 20 Sekunden, 30 Sekunden reicht vollkommen. Das ist ein Infospot. Kommen wir zu Ihnen, machen schöne Aufnahmen, ein kurzes Interview. Wenn Sie kein Interview machen möchten, brauchen Sie kein Interview, aber wir machen Aufnahmen. Wir zeigen das den Menschen, die sowieso überall ihre Kontakte haben. Jetzt kommen wir wieder zu seinen Kontakten. Und zwar, es schaut jetzt jemand an in Wiesloch. Schauen es jetzt 5 Leute an. Die 5 Leute, die haben das gesehen und weil sie es gesehen haben, sehen das deren Bekannte, was die angeschaut haben. Ja? Und wenn sie in ihrem Facebook schauen, haben sie auf der linken Seite eine Zahl, das haben meine Freunde gesehen. Auf der rechten Seite, wenn sie einen Film selbst hochgeladen haben, sehen sie es rechts, ansonsten nicht. Und auf der rechten Seite sieht man die Zahl der 9 Leute, die sie gar nicht kennen. Und die Zahlen sind meistens 5-stellig oder mehr. Also fremde Leute haben ihren Clip, ihre Kontaktmöglichkeit gesehen. So, und wenn jemand jetzt diesen Filmclip gesehen hat, dann hat er Interesse oder hat kein Interesse. Hat er Interesse, kommt er zu Ihnen in den Laden, weil der Laden wird ja auch von außen gefilmt und es ist ja auch die Adresse zu sehen. Und Sie haben eine Begierde geweckt auf ein Produkt, das er haben möchte oder auf eine Dienstleistung. Und so ist es bei seinen Kontakten. Er macht hier im Greenscreen-Studio Aufnahmen, sagt etwas, teilt etwas mit, was die anderen unbedingt erfahren sollten. Und es bleibt nicht nur lokal, es bleibt nicht nur in dem einen Ort, sondern es wird wie eine atomare Spaltung bekannt gemacht. Das ist doch so. Ja, viral. Ja. Das nennt man das viral. Das ist viral, ja. So, und jetzt gibt es noch ein paar Leute, denen gefällt es und wenn die teilen, boah, ja,
dann geht es richtig in die Hunde, weil dann alle das sehen, auch Fremde sehen das. Und da haben sie dann wiederum neue Kontaktmöglichkeiten, neue Kunden, vielleicht neue Vereinsmitglieder oder was sie auch immer wieder anzubieten haben. Was auch immer die Leute für ein Geschäft haben. Egal, was für ein Geschäft es jetzt ist. Das richtig. Spielt ja keine Rolle. Muss ja nicht meins sein. Das kann alles sein. Alle. Blumenladen. Kfz-Werkstatt. Fahrradgeschäft. Ja. Bäckerei, Metzgerei. Dachdecker. Ja, ja. Auto. Was machen die? Krämerheizung. Was geben die für Geld, für Gas, für Reidinger. Ja. Notdienst. Wer macht Notdienst? Ja, jeder weiß, es gibt doch bestimmt einen Notdienst, oder? Aber wenn es mal so weit ist, dass eine Heizung nicht mehr funktioniert, wo? Ach, ich habe doch gerade vorhin was gesehen, da war doch ein Spot, zack, Krämerheizung Reiningen zum Beispiel, ja? Ja, weil er macht richtig aktive Werbung, der Herr Krämer. Du machst das richtig gut mit der Schleichwerbung. Ist ja auch ein Premium-Kunde geworden. Ja, der hat das verstanden, was es wert ist. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also das, Kontakte ist heute das A und O. Und im Geschäftsleben, muss ich euch ganz klar sagen, gebe ich dem Oliver vollkommen recht, ohne die Kontakte, die ihr praktisch viral macht, das heißt im Internet, Facebook und so weiter, das vergessen die meisten. Die meinen, sie müssen eine gute Wurst machen, sie müssen gute Brötchen backen. Wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben in einer viralen Zeit. Und macht doch mal den Internetmarketern Konkurrenz. Geht doch mal hin und nimmt Amazon wieder das Geld ab, ja, dass die Leute das Geld zu euch bringen. Das wäre mir lieb. Ich möchte nicht haben, dass mein Bäcker verschwindet. Ich möchte nicht haben, dass unsere Geschäfte im Ort verschwinden. Wieso auch? Ja, ich fühle mich ja wohl da. Ich kenne die Leute. Die wohnen im gleichen Dorf. Die machen mit uns im Vereinsleben noch etwas. Deswegen macht ihr dort mit, um mehr Kunden zu haben. Das ist klug. Dafür haben wir den Olli. Ja, danke. Und die Aussage ist falsch, wenn jemand sagt, oh je, das kann ich mir nicht leisten. Falsch, absolut falsch. Sie haben sich in dem Moment selbst begraben. Wie viel kostet es, wenn Sie nicht die 10 neuen Kunden haben pro Woche? Ich sage jetzt pro Woche. Mit Absicht, pro Woche. Ja? Weil die glauben mir das sowieso nicht. Ja, die glauben das sowieso nicht. Nur die Kunden, die das schon machen lassen oder jetzt mittlerweile machen, die sind erschrocken darüber, wie viele neue Gesichter auf einmal im Laden drin stehen und dann so gegen 11 Uhr dann auf einmal, ich muss nochmal in die Backstube, ich muss nochmal nachbacken. Ja. 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 Oder Herr Pischler, ja, der macht immer Hoffeste, die sind demnächst auch wieder. Ist auch ein Premium-Kunde. Hoffeste. So mit Musik und Trara und mit richtig, da geht die Post ab. Ja, gut. Ja, Spanferkel Pischler. So, und er hat gemerkt, je stärker wir die Werbung gemacht haben, viral, umso früher war alles ausverkauft. Kommen die Leute, ja. Wollen schnell, ja. Ja, macht Sinn. Normalerweise 18 Uhr Feierabend, wenn 16 Uhr, 15 Uhr schon alles verkauft ist. Laden zumachen, Schwimmbad gehen. Ja. Okay. Nur mal so als Beispiel, ja. Oder ein Dachdecker hat mich letztens angesprochen. Er bräuchte schon Werbung, er weiß aber nicht wie. Ja, und da habe ich gesagt, kein Problem, wir filmen einfach deine Arbeit. Ja. Lass mich filmen, mach du deinen Job. Ja. Kümmere dich um nichts außer um deinen Job und dass alles läuft. Und ich kümmere mich um Aufnahmen, Werbung, Umsetzen der Werbung, schalten. Gas geben, schalten, bekannt machen und so weiter. Und wenn er eine Webseite hat, wir übernehmen auch die Webseitenarbeit bei Ihnen, um das reinzustellen oder hier und dort was zu ändern, weil Sie sollen sich um Ihr Geschäft kümmern, dass da alles läuft. Und wir kümmern uns um die Werbung, virales Marketing. Habe ich eine ganz gute Idee. Was haltet ihr davon als Geschäftsleute, wenn wir mit euch gemeinsam etwas machen? Ihr macht Folgendes, ihr gebt kleine Preise, alle können was gewinnen. Der Olli und ich, wir bringen das weit raus, überall. Die Leute können gewinnen, die sehen euch. Und ihr kriegt Klicks und Likes und die kommen zu euch und sagen, oh, du bist da auch dabei? Wow. Gut? Die können was gewinnen, das ist eine gute Idee. Ja, natürlich. Ja, genau, da habe ich schon ein paar Ideen, ja, verraten mir aber jetzt nicht. Nein, nicht alles auf einmal. Ja, okay, also wenn die Leute bei eurem Werbefilm dann was gewinnen können, wird er erst recht angeguckt und gepostet und geteilt und, oh liebe Leid. Okay. Oh liebe Leid, da passiert was, ne? Oh liebe Leid. Okay. Okay.
Vielen herzlichen Dank für das Interview. Das war wieder stark heute. Vielen super. Dank. Und, ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Ja, gerne, gerne. Okay, jetzt gehen wir vom Studio wieder zurück ins reale Leben und an die Schnittarbeit. Schauen wir mal, was daraus wird jetzt. Ciao. Alla, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.